Okay, Leute, es geht weiter. Und das ist meine Zweitaufnahme, weil beim ersten Mal ist was Dämliches passiert. Und ihr werdet sowieso gleich sehen, was passiert. Also dieser Boss, also der erste Kampf, also gegen ihn, ist eigentlich easy peasy. Ach scheiße, ich musste diese kleinen Geschwister nehmen und auf ihn werfen. Okay, komm her. So, geschafft. Und so. Jetzt kommt so ein dämliches Feuer, was mich trifft und dann bin ich tot, weil ich klein bin. Deswegen habe ich mich auch so beschwert und habe keine Angst vor ihm. Es hat mehr Angst vor euch als vor ihm. Wartet. Okay, es geht weiter, Leute. Und so. Pilzi, danke. Okay, die zweite Form von ihm kann nichts. Wird auch nie was können. Außer Eisenkugeln werfen und verfolgen und stalken und alles. Ach komm, jetzt kommt die Eisenkugel. Okay, ich bleib einfach mal hier. Jetzt kommt die nächste Eisenkugel von ihm. Das haben wir jetzt auch geklärt. Ich bleib einfach mal hier. Es bringt eh nichts, mich irgendwie rumzubewegen. Okay, jetzt kommt er mit seinen kleinen Geschwistern an. Zweimal. Gut, gut, gut. Und ich brauche noch einen Pilz zur Sicherung. Weil jetzt kommt die dritte Form von ihm. Und die ist eigentlich auch leicht, aber die ist nervig. Und so. Und danach ist dieses Projekt auch eigentlich zu Ende. Und wenn ihr die Sternlevel sehen wollt, wie schon gesagt, oder geheime Wege und Geheimwege sehen wollt zu diesem Level, also zu Bowser's Tal, guckt bei Lucifo, er hat es auch schon gemacht. Er hat es toll gemacht. Und so. Einmal. Okay, jetzt ist der Kleine weg. Okay, kommst du nochmal mit deinem Bruder an? Oder mit Eisenkugel? Verdammt. Ja! Okay, wir haben es geschafft. Yeah, unter den Rock gucken. Yeah, super. Ey. Und 23.000 Punkte. Und das dauert jetzt ein wenig. Ja. Ja. Toll. Ich bin gut. Sehr viele Punkte gesammelt. Yeah. Super toll. Und was kommt jetzt? Din, din, din. Oh, kleine Kuss auf einen, denke ich hin. Das war Marios und Luigis Abenteuer. Mario, Luigi, Peach, Yoshi und alle seine Freunde nehmen Urlaub. Luigi Urlaub, Mann? Er hat nichts gemacht. Ihr Feuerwerk. Und wer macht das? Das hätten sie echt spektakulärer machen können. Aber das ist ja nichts Neues für Mario. Jeden Tag mal Peach retten. Ihr Herzchen und so. Was wäre eigentlich passiert, wenn Luigi gemacht hätte? Din, 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 din. Ja, endlich ist... Nein, was für endlich. Das Projekt ist endlich vorbei. Ach, normal hätte ich nicht gesagt, aber ja. Also zu diesem Projekt. Tolles Spiel. Kann ich jedem empfehlen. Ist ein sehr leichtes Spiel. Auch mit Tastatur. Aber Super Mario Advance 4, nee. Das ist... Horror pur mit Tastatur zu spielen. Okay, zu diesem Projekt kann ich nichts so Besonderes sagen. Kenne ich von klein auf, ja. Habe ich ja immer mit meiner Vater und meinen kleinen Geschwistern immer gespielt. Und ja, deswegen kannte ich das auch alles auswendig. Ja, das ist die GBA-Version. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr das auch seht an meinem Geburtstag oder gar nicht anseht, weil ihr dieses Projekt schon tausendmal euch angeguckt habt bei irgendwelchen anderen Let's Playern, kein Problem. Aber für die Leute, die das noch nicht kannten und zum ersten Mal meinen Kanal sehen und das sehen, habt Spaß mit den Videos. Okay, das ist jetzt das dritte Projekt, das ich fertig habe. Jetzt kommt Super Mario Advance 4 und danach muss ich Donkey Kong Country 2 fertig bekommen, verdammt. Habe ich auch lange nicht mehr weitergemacht. Breath of Fire bin ich auch bald fertig. Habe ich nachgeguckt, so ich bin fast bei der Hälfte. Und Sword of Mana muss ich noch weitermachen. Und Super Party Advanced muss ich auch noch.
Denn, 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 denn. Okay, das war's. Oder? Sind die jetzt in diesem komischen Wald? Denn, 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 denn. Ah, GBA ist gut. Yeah, andere Joshis. Warte, gab's nicht einen pinken Yoshi? Doch, es gab mal einen pinken Yoshi. Lila. Was? Zweimal lila? Ja, was machen zweimal lila? Oder ist einer blau? Din 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 din. Din 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 din. Parabomb, Paragumba. Was, das waren Gumbas? Lakito, Angler Lakito. Stachy. Stachy. Das waren Gumbas, diese kleinen Missgestalten? Football Shuck. Vulkanpflanze. Super Koopa. Hammerbruder. Flora Piranha. Und was kommt jetzt? Sumo Koopa. Das ist ein Koopa. Monty, Maulwurf. Kugel Willi. Warum sagt jemand Bullet Bill? Das heißt eigentlich, er ist Willi. Okay, merke ich mir. Riesen Kugel Willi. Rex. Riesen Monty. Gibt es hier kleine Mounties? Hä, Monty ist doch dieser komische. Ach, egal. Ich wieder frage nichts einfach. Dinorino, Minorino, Koopas. Din 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 din. Pickelkäfer, Swooper, Bummelkäfer, Feuerdrache. Okay, Pickelkäfer. Alle Freunde, passt auf, das sind Pickelkäfer. Din 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 din. Blubs, Stachelfischi, Igelkuck, Rippwandfisch. Rippwandfisch ist klar. Wie heißt sie wieder? Boo Babies, Lakito Boo, Aries, Big Boo. Wie heißt der? Ram van Dam, Cloud van Dam, keine Ahnung mehr wie. Sparky, Knochentrocken, Knochenkäfer, Wump, Hothead, Mini Wump. Jean-Claude van Dam, yeah, das war's. Kreissäge, Kettenkugel, Kamek, Skelettfisch. Die Skelettfische haben wir nur nicht so oft gesehen. Und weiter. Pritznor. Pritznor. Ich weiß gar nicht, warum die eigentlich feindlich gegenüber uns waren. Und? Robo-Koopas. Ach so, Robo-Koopas. Okay. Denn, 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 denn. Die haben ja sowieso nichts drauf. Das hier normalen Koopas sind nicht stärker als die. Morten Koopa Jr., Lemmy Koopa, Iggy Koopa, Ludwig von Koopa, Larry Koopa, Wendy Koopa. Und der letzte habe ich nicht gesehen. Die End. Yeah. Und? Weiter. Hast du Hölle Foto gemacht? Oh yeah. Start drücken. Speichern weiter. Warte, was sagen die jetzt hier? Hallo, ich bin leider nicht zu. Ach, fick dich ins Knie. Wie, kann ich das nochmal machen, oder was? Was zur Hölle? Ich kann das nochmal machen? Ach nee, kein Bock drauf. Und wir sehen uns das nächste Mal bei meinen anderen Projekten. Tschüssi!